In der Welt der Alana sind Drachen keine Ungeheuer, sondern Wesen mit wunderschönen Schuppen. Und genau das würde ihnen zum Verhängnis. Die Schuppen würden nämlich von Drachenjägern gesucht. Im neuen Theaterstück vom Walter Zoo geht es genau um diese Problematik. Die Idee ist es aber, dass man in diese Geschichten ihnen einen kleinen Gedanken mitgeben. Zum Beispiel Artenschutz, Naturschutz, irgendetwas Kleines. Und das Jahr eignet sich die Geschichte wunderbar dafür. Der Drache dient als idealer Vergleich mit der richtigen Welt. Ersetzt man nämlich Drachen mit Nashörnern, hat man 1:1 das, was in den Steppen von Afrika passiert. Es hat auch Nashörner, wo gejagt werden und das Horn wird verkauft. Nicht wie bei uns jetzt zum Beispiel die Schuppen vom Drachen. Ich glaube, man geht ein bisschen ums Bewusstsein erwecken von den einzelnen Leuten, dass man das im Herz mitnimmt. Der Walter Zoo unterstützt darum diverse Projekte auf der ganzen Welt. Wir haben Goodall-Projekte in Afrika mit den Schimpansen, ganz kleine weitere Projekte, die wir auch alle unterstützen, wo es um Artenschutz geht, wo es um Naturschutz geht. Es gibt für Janine Gleichmann-Federer gerade mehrere Gründe, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Ich bin sehr gerne in der Natur, ich gehe super gerne reisen in der Natur. Ich will das erhalten. Ich will, dass man auch in vielen, vielen Jahren noch durch die Natur laufen kann, dass man durch den Wald laufen kann und auch noch Tieren begegnet, dass man die Welt, wie sie ist, in dieser Vielfalt behalten können, das ist mir wahnsinnig wichtig, weil ich sie selber so geniesse. Zum anderen? Wir wollen meinen Grosspapi wieder ein bisschen aufleben lassen, den Tierli Walter. Er hat ja den Zoo gegründet und zwar hat er eine wunderschöne Idee gehabt. Und zwar nur das, was man kennt, das schützt man auch. Und darum hat er gedacht, super, ich brauche Tiere, damit die Kinder und die Leute können zu mir kommen, die Tiere können anschauen, die Tiere können kennenlernen und dann, wenn sie vielleicht mal gross sind, dann sich eben vielleicht dafür einsetzen, dass das Tier geschützt wird. Das Theater ist noch bis Ende Oktober, Montag bis Donnerstag ab 3 Uhr.